Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß von CapTrader und ich begrüße Sie recht herzlich zu dem Thema Trading Stars markttechnischer Wochenausblick. Ich hoffe, Sie können mich alle verstehen und das Bild wird auch einwandfrei übertragen. Vielleicht können Sie da ein kurzes Feedback geben über die Chatfunktion, damit ich weiß, dass alles soweit passt. Und ja, wenn ihr mich auch hören könnt, dann können wir direkt loslegen und dann werde ich auch direkt nach München rüberschalten zu den Kollegen, zu den Trading Stars, zu Christian Stern, zu Tristan Budach. Okay, ja, das Feedback ist alles in Ordnung. Das scheint zu passen. Jetzt muss ich mal gerade hier noch Ton auf meinen Lautsprecher hier legen, damit ich auch die Kollegen hören kann. Wie sieht's aus bei euch in München? Seid ihr startklar? Ja, Andreas, danke für deine Anmoderation. Wir wären soweit, wenn du sozusagen mir die Moderation übergibst. Das hast du schon gemacht. Sind wir auch soweit? Warte mal ganz kurz, das hat nicht funktioniert. Jetzt funktioniert's. Hoffentlich. Mein Bildschirm müsste zu sehen sein. Ich begrüße alle Teilnehmer Ja, ganz wunderbar. herzlich hier aus München. Mein Name ist Christian Stern. Der Tristan Budach ist auch schon da. Der wird dann wieder wie immer später dann die Markttechnik übernehmen. Ja, danke Andreas. Wie gesagt, wenn Fragen sein sollten aus dem Zuhörerkreis, dann wie immer einfach in den Chat einstellen. Gerne auch Wunschanalysen beispielsweise uns mit auf den Weg geben. Wir beackern das dann gerne. Ansonsten wünsche ich allen erstmal eine gute Woche. Ich hoffe, ihr seid alle aus dem Wochenende gut in die neue Handelswoche reingekommen. Bei uns in München ist es sehr, sehr stürmisch. Ich glaube, im restlichen Deutschland, auch im Norden, wohl noch etwas schlimmer. Von daher schauen wir mal, was der heutige Abend noch bringt. Ansonsten wollen wir an dieser Stelle natürlich Montagabend wie immer auch auf die kommenden Börsentage schauen. Im Moment läuft es ja recht gut, was das Trading angeht. Die meisten Zeitebenen, sowohl im Forex-Bereich als auch in den Rohstoffen, Aktienmärkten, sind sowohl übergeordnet als auch in den Trading-Ebenen in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt, es ist ein sehr positives Trading-Umfeld und wir werden auch diese Woche wieder gute Trading-Ideen haben, beziehungsweise unsere aktuellen Positionen begleiten. Was die Woche interessant werden könnte, ist Donnerstagabend, Donnerstag frühen Nachmittag die EZB-Sitzung und am Freitag dann die US-Non-Farm-Payrolls-Daten, das heißt der große Arbeitsmarktbericht. Das heißt, wir haben gegen Ende der Woche zwei fundamentale Highlights hier zu erwarten. Und dementsprechend ist es meistens so, dass die Märkte vorher etwas in Wartehaltung gehen und dementsprechend so Mitte der Woche etwas weniger los sein könnte, gegen Ende der Woche die fundamentalen News überwiegen sollten und die Chart hier etwas in die zweite Reihe tritt. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch hier zum Wochenbeginn die Möglichkeit haben, weitere Bewegungen in Aussicht der Charttechnik zu erwarten und dementsprechend hier aber etwas die höheren Zeitebenen suchen, einfach weil wir wissen, wenn fundamental große Events anstehen, dass wir eventuell Schwankungen in den Markt reinbekommen, die uns in den tieferen Zeitebenen hier in die Fehlsignale reinziehen. Also etwas das Pulver trocken halten, wenn Positionen laufen, vielleicht etwas enger absichern, das machen wir jetzt alles gleich zusammen. Ansonsten hatten wir am Wochenende hier in München ja großes Seminar mit Livestream. Wer mal sehen möchte, wie das so abläuft, beziehungsweise wie das so aussah, der kann das auf Facebook tun. Ich werde auch noch einen kurzen Artikel dazu schreiben. Da kann man sich mal die Bilder anschauen von unserem großen Seminar beziehungsweise Online-Übertragung hier im Stream. Das war eine ganz lustige Sache. Ich hoffe, dass wir das auch nächstes Jahr vielleicht mit einer Partnerschaft hier auch über die Bühne kriegen können. Wir haben viele Referenten eingeladen gehabt, haben am Abend noch 13 Flaschen Wein verkostet. Das war auch noch ganz lustig und dementsprechend hier ein schönes Wochenende gehabt. Ich hoffe, dass, falls jemand von euch jetzt auch dabei war, der hier zuhört, dass ihr gut nach Hause gekommen seid. Schauen wir auf die aktuelle Situation. Im FX-Flat-Konto hatten wir hier gemeinsam eine Position eröffnet im Pfund gegen den US-Dollar. Short-Trade eröffnet, der auch in den letzten Wochen schon einen Stop-Loss bekommen hat, der sich jetzt ganz leicht im Gewinn befindet, also nahe am Einstand befindet, damit abgesichert ist. Die Position bespreche ich mit euch ja immer ganz am Anfang.
weil die sicherlich die meisten mitgemacht haben. Wir sind hier in einer wunderbaren Situation, dass wir im übergeordneten Trend weiter auf der Short-Seite agieren dürfen. Das heißt, wir dürfen auch weiterhin mit fallenden Kursen rechnen. Wir haben die Position abgesichert. Jetzt ist es so, dass wir im Tageschart sehen, es ging zwar in der letzten Woche weiter in unsere bevorzugte Richtung hier, aber ein neues Hoch hat sich nicht ausgebildet. Wir sehen also, dass wir den Stop-Loss noch nicht nachziehen dürfen, beziehungsweise noch nicht nachziehen müssen. Position bleibt also weiterhin hier im Depot drin, so wie sie ist. Und die soll auch im Grunde genommen auch noch eine Zeit lang laufen, weil der Take Profit doch noch ein Stück weit entfernt ist. Wir sind hier dann in dem Falle bei um die 670 Dollar Gewinn, wenn die Position runterläuft. Das Risiko ist jetzt auf 0 reduziert, beziehungsweise sogar schon leicht im Gewinn. Von daher lasst den Trade, wenn ihr könnt, weiterlaufen. Ansonsten bietet sich dann auch an, ich weiß, das kribbelt immer so ein bisschen in den Fingern, da einen Teilverkauf zu machen. Wenn man also auch die Möglichkeit dazu hat, das zu stückeln, also mehr gekauft hat als die kleinstmögliche Handelsgröße, kann man jetzt durchaus langsam anfangen, um das erste Drittel der Position zu realisieren. Ich mache es in dem Sinne nicht, mich juckt es auch noch nicht, einfach weil der Chart wunderschön aussieht. Schauen wir uns das Chartbild nochmal an, britisches Pfund gegen den US-Dollar, zunächst im langfristigen Wochenchart. Wir sehen, die gleitenden Durchschnitte sind alle unterschritten, fächern nach unten auf, das heißt, es kommt Dynamik in den Markt rein. Wir sind infolge einer SKS-Formation und dem Touch am 50er Fibo hier nach unten durchgebrochen, haben technische Formationen aktiviert und dementsprechend sind wir hier im ganz langfristigen Chartbild immer noch bärisch unterwegs, dürfen das bleiben, das ist wirklich eine sehr schöne Situation. Tageschart etwas tiefer hier schon, die Prognose für die nächsten Tage bis zum ins Jahresende hinein. Wir haben einen neuen Hochpunkt ausgebildet, unterschreiten diesen auch hier, dieses alte Tief heute. Das heißt, wir dürfen hier jetzt auch davon ausgehen, dass sich ein neuer markttechnischer Punkt 2 und Punkt 3 ausbildet an dieser Stelle und dementsprechend sich der Trend hier fortsetzen kann. Das Schöne ist, wir gehen jetzt langsam raus aus dieser Effizienzzone hier aus Sicht des Marktprofils und wir wissen, wenn sich ein Kurs aus einer Effizienzzone verabschiedet, werden die Bewegungen dynamischer. Das heißt, wir werden hier wieder sowas sehen wie in diesen Zeiten, dass eben der Trend etwas besser beginnt zu laufen und die Rücksetzer gar nicht mehr so groß werden. Wenn die Position noch rein möchte, beziehungsweise noch nicht drin ist, der kann jetzt also auch zum Market Short hier traden und den Stop-Loss hier über das letzte Verlaufshoch drüber liegen. Das ist dann auch ungefähr dieses Effizienzlevel-Bereich. Schau mal kurz, wo das Hochlicht. 1,5340, sowas. Da liegt auch die 100-Tage-Linie im Moment. Das heißt, hier kann man einen relativ engen Stop-Loss wählen und dann eben hier bis zum Tief runter traden. CRV hat sich jetzt mittlerweile etwas eingetrübt. Wir sind aber immer noch im positiven Bereich. Das heißt, dieser Trade durchaus immer noch hochinteressant. Wochenchart bärisch, Tageschart bärisch. Trade läuft in die richtige Richtung. Was wollen wir mehr? Im zweiten Schritt möchte ich gerne auf den DAX schauen. Auch wie immer an dieser Stelle zunächst mal im langfristigen Ausblick, Wochenchart, immer dann auf den Kursindex gucken, das heißt die Dividenden rausrechnen, die Gewinnausschüttungen rausrechnen, dann hat man die reine Kursentwicklung. Wir sehen, dass der Wochenchart hier im DAX-Kursindex an einen Widerstand ranläuft, nämlich an das 61,8er Fibonacci-Tracing bei 5705 Punkten. Bedeutet, hier ist ein kleines Rückschlagspotenzial da oder nicht unbedingt Rückschlag, aber es kann sein, dass sich einfach diese Zone jetzt hier so ein bisschen auswirkt und den Chart für ein, zwei Wochen durchaus ausbremst. Aus Sicht der Saisonalitäten ist es weiterhin so, dass wir den DAX durchaus bullisch erwarten dürfen. Schauen wir auch da nochmal ganz kurz drauf. 10-Jahres-Durchschnitt, eine Dekade im DAX, ist es so, dass der DAX im Dezember in der Regel immer steigt. Er kann auch relativ stark steigen, also es ist eine relativ große prozentuale Bewegungen im Dezember immer zu erwarten. Wir gehen ja jetzt also hier in diese Jahresendrallye in ihrer besten Phase hinein. Das bedeutet aber nicht, dass er jetzt wirklich ab morgen steigen muss. Durchaus aber hier weiterhin das Sentiment sehr, sehr bullisch für den deutschen Aktienindex. Wochenchart lädt dazu einen kleinen Rückschlag hier bzw. kleine Korrektur zu bekommen, muss aber nicht sein. Es ist einfach nur eine technische Widerstandsmarke. Ich habe auch schon mal so einen kleinen Jahresausblick hier eingezeichnet. Das ist einfach eine Mischung aus Chart und Saisonalitäten. Hier also auch das Jahr 2016 aufgrund fehlender Alternativen im Bereich der Aktien
bullisch zu werden. Wir erwarten auch in 2016 ein gutes Jahr. Falls jemand also langfristig etwas auf den DAX schielt oder einzelne Titel, der kann hier unserer Meinung durchaus auch weiterhin investiert bleiben, beziehungsweise natürlich hier weiterhin Einstiege suchen. Im Tageschart ist es so, dass wir über den gleitenden Durchschnitten sind. Wir sind nach einem doppelten Boden hier auch markttechnisch in einen Aufwärtstrend übergegangen, sind sogar vom Haupteffizienzlevel hier zur nächsten Effizienz gelaufen. Das heißt, wir sind hier genauso bullisch, aber man sieht schon, dass der DAX im Tageschart hier an einen Widerstand jetzt läuft, und zwar einfach aus Sicht des Handelsvolumens. Das ist ein klassischer Widerstand, der dazu einlädt, genau wie es hier am Haupteffizienzlevel passiert ist, dass der DAX nicht unbedingt weit nach unten wegkippt, weil wir einfach saisonal gut dastehen, sondern dass er sich hier einfach eine Zeit lang aufhalten kann. Wird also jetzt noch etwas Potenzial nach oben haben, bis 11.500 Punkte ungefähr, dann aber innerhalb dieser Zone in den nächsten Tagen dort verbleiben. Das spiegelt beziehungsweise passt auch sehr gut zur Fundamentallage. Ich habe ja gesagt, in der Regel wartet dann der Markt so ein bisschen auf die NFP-Daten, so ein bisschen auf die EZB-Sitzung. Könnte uns also hier bedeuten, dass wir morgen nochmal einen guten Tag bekommen und dann aber so ein bisschen eine Seitwärtsruhephase bis hin zur Volatilität dann um die News-Events bekommen. Meine Empfehlung ist, den DAX jetzt also in Long-Positionen eventuell so ein bisschen mit Teilverkäufen zu versehen. Bei mir ist ein bisschen das Problem, ich habe hier im DAX nur in Anführungszeichen eine kleinstmögliche Einheit 0,01 Lot, das heißt, ich kann keine Teilverkäufe machen und lasse den Trade jetzt drin, obwohl er weit im Buchgewinn ist, habe ihn aber auf einen Stand abgesichert. Das heißt, da wo wir rein sind letzte Woche, wo wir es auch sozusagen hier kommuniziert haben, im Bereich von 10.958 Punkten, war das, müssen Sie mal ganz kurz gucken, ja, habe ich jetzt den Stop-Loss auch zwei Pünktchen höher schon rangezogen. Ist nicht unbedingt das markttechnische Verlaufstief, aber möchte einfach hier jetzt kein Geld mehr verlieren in diesem Trade. Wenn er tatsächlich bis zum Jahresende durchzieht, das muss man mal beobachten, wie sich der Chart entwickelt, erwarten wir tatsächlich auch hier natürlich eine Rallye, die meiner Meinung nach technisch gar nicht zu begrenzen ist. Bedeutet, Rückschlagspotenzial ist da, beziehungsweise eine Seitwärtswoche wäre drin, aber nach oben hin ist die Luft noch nicht raus aufgrund der Saisonalitäten. Das heißt, es sagt niemand, dass der DAX nicht auch weiter steigen kann. Wer die Möglichkeit hat, der kann gerne hier Teilverkäufe machen, beziehungsweise sollte die sich hier einplanen, einfach aufgrund des Volumenwiderstands. Wir haben dann auch irgendwann wieder technische Widerstandsmarke hier oben. Von daher, irgendwann wäre also auch hier mal mit 2-3 Tagen Rückschlag zu rechnen. Wie sieht das Ganze für die kurzfristig agierende Trader im Stundenchart aus? Wir haben die 11.400 erreicht, damit auch hier eine kleine Volumenwiderstandszone, die sich ausbildet. Wir sind genau nach Plan aus den Tagesausblicken hier gelaufen und könnten uns jetzt also vorstellen, dass diese Welle erstmal zum Erliegen kommt. Wir haben hier eine kurze ABC-Korrektur gesehen, dann die erste Welle nach oben, eine kurze Korrektur, die zweite Welle nach oben und könnten uns halt jetzt hier wiederum eine kleine Korrektur vorstellen, die wiederum zu bemessen wäre mit Fibonacci. Das ist also relativ einfach. Ihr zieht hier einfach vom Hoch zum jüngsten Verlaufstief wiederum ein Fibo rein und dann könnte man hier überlegen, am 50er, am 61, 8er, so diesen Clusterzonen, das ist dann auch wieder das alte Ausbruchslevel, eine Long-Position aufzubauen. Bedeutet, wer noch nicht drin ist, kann also bei 11.150 Punkten wieder einsteigen an diesem alten Ausbruchsniveau, muss den Stop-Loss dann hier unter das letzte markttechnische Verlaufstief legen im Stundenchart, unter den EMA 200, unter die Effizienzzone und kann dann natürlich hoffen, dass sich hier die Jahresendrallye fortsetzt. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, jetzt hier noch eine Position aufzupyramidisieren, weil wir einfach die EZB und die NFP-Daten da haben. Wer bei einem Broker ist, der kleine Stückelungen zulässt, könnte also hier so eine Zockerposition aufnehmen, aber unbedingt darauf hoffen, so wie in den letzten Wochen, würde ich nicht. DAX also weiterhin bullisch, Rückschlagspotenzial für die Woche da. Ich erwarte eine etwas ruhigere Woche für den deutschen Aktienindex. Dann schauen wir weiterhin auf den Goldpreis. Auch hier letzte Woche ein Short Trade eröffnet zum Marktpreis, ich zumindest. Hier war der auch schon mal weit im Gewinn. Wir hatten am Freitag einen Tagesschlusskurs unterhalb der letzten Tiefs. Das war also erstmal ein gutes Short-Signal. Heute hat er
Erholung und die wollen wir uns jetzt technisch auch mal angucken. Wie sieht's aus im Goldpreis? Wochenchart ist langfristig natürlich weiterhin abwärts gerichtet, aber wir sehen es schon, wir kommen jetzt an die untere Trendkanalbegrenzung ran. Bedeutet, wir sind hier natürlich auch wieder an eine stützende Trendlinie, die ist hier mehr weit weg, das heißt, es ist durchaus auch eine kleine Erholung erlaubt. Gold D1, wir sind ausgebrochen aus der Seitwärtsphase letzten Woche, das ist erstmal positiv und korrigieren jetzt gerade an das alte Ausbruchsniveau heran. Bedeutet, der blaue Pfeil, also das präferierte Szenario, sollte eintreten. Die Korrektur hier oben in die Zone, in die Fibonacci-Zone rein, sollte jetzt überhaupt nicht mehr stattfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass der Goldpreis langsam reif dafür ist, auch mal in Richtung 1000 runter zu laufen. Dementsprechend ist es aber auch hier leider so, das Stop-Loss liegt jetzt über diesen beiden Hochs hier, dass ich den noch nicht nachziehen kann. Das bedeutet, hier müssen wir etwas Geduld haben, brauchen einen nächsten Rutsch nach unten, bevor wir hier einen Stop-Loss auf den Einstand ziehen können. Es ist jetzt vollkommen normal, dass der nach so einem Ausbruch hier an das alte Ausbruchsniveau rangeht. Man könnte natürlich im Goldpreis hier versuchen, jetzt, wenn man es verpasst hat letzte Woche, zum Market Short reinzukommen. Ich weiß aber auch, dass Gold natürlich recht zinssensitiv ist. Das heißt, Gold sollte sowohl auf die EZB reagieren, wenn denn irgendwas passiert, als auch auf die NFP-Daten relativ stark reagieren. Hier ist es so, wer an die Trendfortsetzung glauben will, der kann zum Marktpreis Short gehen, Stop-Loss übers letzte hochlegen, hier aus dem Stundenchart heraus und dann natürlich hoffen, dass das jetzt schon alles war, was die Korrektur angeht. Mit Fibonacci vom letzten Tief zum letzten Hoch abmessen, da gehen wir jetzt schon so langsam in die Retracements rein und um das 50er Retracement bei 166,7 ist es so, dass wir eben auch hier eine horizontale Widerstandszone haben. Das bedeutet, hier könnte man also im Gold jetzt natürlich auch nachlegen und einen nächsten Short Trade eröffnen. So möchte ich es an dieser Stelle eventuell auch tun, möchte mir aber hier jetzt erstmal angucken, wie es morgen die nächsten Tage aussieht. Wenn jetzt nämlich die Dynamik hier weiter anhält, möchte ich Gold nicht unbedingt kaufen. Ihr seht, Gold ist manchmal sehr, sehr dynamisch, auch in der Korrekturphase, weil im Gold sehr wenige Marktteilnehmer überhaupt agieren, ist der Markt auch relativ leicht manipulierbar. Austral-Dollar gegen US-Dollar, ich will euch noch ein paar Trading-Ideen mit auf den Weg geben. Ist es auch sehr interessant, zum Marktpreis einen Short zu eröffnen, aus meiner Sicht, weil wir einfach hier einen ordentlichen 5-Weller nach unten hatten, in ABC-Korrektur nach oben, mit einem 3-Weller hier ausgebrochen aus dem Trendkanal und jetzt aber wieder so ein bisschen in Richtung des übergeordneten Trends unterwegs sind. Das heißt, man könnte hier Market Short eröffnen, Stop-Loss hier über das Hochlegen und dann eben hoffen, dass das hier wieder Fahrt in Richtung der letzten Monate aufnimmt. Wir haben das letzte Woche auch schon so kommuniziert. Positionen sind dementsprechend auch aktiviert. Austral, Dollar, US-Dollar ganz leicht in einem Buchverlust drin. Stop-Loss liegt da, wo er hingehört, über den letzten Hoch. Dementsprechend dort auch jetzt die 200-Tage-Linie. Wäre so eine Trading-Idee, die im Moment, wer es noch nicht hatte, vielleicht dazu einlädt, mal drüber nachzudenken. Ihr wisst, ihr handelt auf eigenes Risiko, ihr seid alle erwachsen, müsst auf eure Kontogröße achten und so weiter und so fort. Das ist allen bekannt. Ich gebe hier nur Ideen. Ölpreis, schauen wir hier kurz die Situation uns an. Wir hatten einen Doppeltop, sind dann wieder in die übergeordnete Trendphase übergegangen, haben auch einen markttechnischen Abwärtstrend hier etablieren können und sind jetzt hier in der Phase der Erholung drin. Die hat bisher noch nicht mal bis zum 38er gereicht. Wenn Öl sich etwas erholen könnte in der Nordseesorte, dann können wir hier eventuell einen Short Trade auch wieder eröffnen. Für mich ist das jetzt erstmal uninteressant, weil ich ansonsten zu viele Positionen im Depot habe. Wir haben einfach bessere Märkte, die weniger manipuliert werden als der Ölpreis. Bund Future, schauen wir kurz drauf. Schöne Situation, wir sind in Richtung des Trends unterwegs, sind an einem Widerstand. Das zeigt uns auch hier diese Kerze vom letzten Freitag. Jetzt wäre eben eine Korrektur schön, sodass man sich hier wieder irgendwo reinkaufen kann. Diese Levels sind noch weit weg, sodass es für die Woche jetzt nächste Woche dann aber hier interessant werden könnte. Euro, japanische Yen, muss ich ganz kurz gucken. Habe ich einen Trade? Nein, habe ich nicht. Schauen wir mal, wie es aussieht. Wir sind im Short-Modus, das ist ganz klar. Die gleitenden Durchschnitte fächern wunderbar auf. Wir haben uns vom Haupteffizienzlevel abgesetzt, sind unter die letzten Tiefs gerutscht. Das heißt, sobald der hier in die Erholung reingeht,
wäre mir die rote Zone eine Lieblings-Short-Zone, weil wir hier einen Cluster haben aus Fibonacci und horizontalem Widerstand. Das heißt, hier könnte man dann einen Short aktivieren, Stop-Loss hier drüber legen und dann nach unten durchtraden. Gutes CRV ist aber leider für die jetzige Woche bzw. für die nächsten Tage noch etwas unrealistisch. Von daher schauen wir weiter auf den Euro-US-Dollar. Wie sieht es hier aus? Position von der letzten Woche bzw. aus den letzten Wochen läuft natürlich auch hier weiter. Wir sind schön reingekommen, haben den Stop-Loss schon leicht in den Einstand gezogen. Kleines Problem, was ich sehe, wir sind zwar nah am Tech-Buffet dran, aber ich habe hier nicht die Möglichkeit, den Stop jetzt unbedingt nachzuziehen. Aus Sicht der Markttechnik, hier ist es einfach so, dass es sich kein neues Verlaufshoch ausbilden konnte und wir jetzt einfach hier hoffen, dass wir diesen Teilverkaufsbereich für die Hälfte der Position hier bei 1,047 erreichen können und der Euro-US-Dollar noch etwas weiter fällt oder eben uns die Volatilität, die Schwankung im Zuge der fundamentalen News zum Ende der Woche hier zumindest die Marke mal anreißt. Zweite Hälfte lasse ich hier weiterlaufen, erstmal ins Nichts. Das heißt, wir hoffen, dass sich dieser Trend fortsetzt und wir diesen aktiv markttechnisch managen können. Euro-US-Dollar also weiterhin mit Potenzial nach unten, dann aber auch irgendwann erstmal ausgereizt, weil wir hier eben eine Tiefmarke sehen, eine Supportmarke sehen und dementsprechend hier eine Erholung einzuplanen wäre. Was habe ich vergessen? Den S&P 500 habe ich vorhin vergessen. Bullische Situation, wir sind am 38er Fibo abgeprallt, die Korrektur wurde beendet, sind in Richtung der übergeordneten Trends unterwegs. Leider ist es so, wenn ich jetzt hier irgendwo einsteigen möchte zum Marktpreis oder etwas tiefer, ist der Stop-Loss sehr, sehr weit weg und das macht die meisten Konten damit, beziehungsweise das CRV macht dann den Trade erstmal uninteressant in der Regel. Das heißt, wir müssen diesen Markt nicht unbedingt dem DAX vorziehen, schauen einfach mal, ob wir vielleicht noch einen anderen Trade finden. British Pfund, US-Dollar hatte ich angesprochen. Was habe ich noch im Plan? US-Dollar, kanadischer Dollar. Recht interessant, weil einfach hier ein Aufwärtstrend sehr, sehr starker Güte vorliegt. Problem ist, wir sind hier nah an einem Hoch. Das heißt, hier ist das Potenzial erstmal gering. Wir müssen schauen, ob er nachhaltig ausbrechen kann oder nicht. Von daher würde ich diesen Markt nicht unbedingt bevorzugen. Wir können mal in den Stundenchart reingucken, ob sich hier eventuell eine Möglichkeit ergibt, so einen Ausbruch vorwegzunehmen, aber auch im Stundenchart sieht man schon, dass hier immer wieder Verkaufsdruck auch gerade reinkommt. Die Kurse schieben sich zusammen, wir bekommen also eine Seitwärtszone, ich nenne das immer Preisfindungsphase, die wir erst beendet sehen wollen. US-Dollar, kanadischer Dollar, Long-Kandidat, aber wir warten auf einen Ausbruch. US-Dollar, japanischer Yen, ähnliches Bild. Wir sind nah am Hoch dran. Dementsprechend wenig Potenzial, erstmal hier nach oben zu traden mit den aktuellen Kursen. Interessanter ist es hier etwas im Stundenchart, weil sich jetzt zuletzt Tiefs ausgebildet haben. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, hier oben sind die Widerstände, hier haben sich Tiefs ausgebildet, die nah beieinander liegen. Das heißt, hier würde sich einfach so ein Stop-Loss schon mal anbieten. Mir ist es, wie gesagt, vom CRV hier auch etwas zu schlecht, um diesen Trade noch durchzuführen. Fazit aus meiner Sicht: British Pfund, US-Dollar bleiben wir short, warten wir, dass wir den Stop-Loss nachziehen können. Euro-US-Dollar ist es so, dass wir einen Take-Profit ganz nah in Reichweite haben, den Stop-Loss leider nicht nachziehen können. Goldpreis, ganz leichter Buchgewinn, es geht in die richtige Richtung. Möglichkeit zum Einstieg, DAX ist hier weit gelaufen, hat einen kleinen Gewinn angefuttert und ich rate hier, wer kann zum Teilverkauf, ansonsten lasse ich hier die Hoffnung auf einen Jahresendrallye Überhand gewinnen in meinem Kopf und hoffe eben, hier dann noch etwas Futter reinzubekommen. Möglichkeit eines Timestops wäre übrigens auf die Saisonalität zu vertrauen und eben zu wissen, dass es Januar, Februar, März etwas runtergeht, beziehungsweise seitwärts, dass man einfach sagt, Weihnachten rum mache ich den Trade dicht, egal wo er steht. Das wäre übrigens auch noch eine Variante, die oftmals vergessen wird. Austra-Dollar, US-Dollar mit einer Market-Short-Situation und einem engen Stop-Loss, damit einem super CRV, ein Trade, den man sich hier eventuell vorstellen könnte. Soweit war es jetzt mal das von mir, Trading-Ideen für die Woche, beziehungsweise kurze Chart-Besprechung. Ich möchte dem Tristan jetzt natürlich auch noch die notwendige Zeit geben für die Besprechung der Aktientitel, die wir hier immer machen im Anschluss. Aus Sicht der Markttechnik und übergebe die Moderation, wenn keine Fragen mehr sein sollten, an den Tristan. Ich freue mich auf seine Ausführungen. Und dementsprechend wünsche ich allen Teilnehmern
hier eine wunderbare Woche. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sein sollten, wir sind immer für euch da. Nächsten Montag natürlich auch wieder im Wochenausblick. Ansonsten hoffe ich, dass wir eine ähnliche Woche bekommen wie die letzte, dass wir nicht zu sehr gestört werden seitens EZB und NFP-Daten und sich eben die Trends, die gerade wunderbar hier sich anbieten, auch ein bisschen noch fortsetzen. Tristan, wie sieht's bei dir aus? Ich übergebe dir mal die Moderation und hoffe, dass du bereit bist, uns ein paar Aktientitel hier mit auf den Weg zu geben. Tristan, ich sehe dein Bild, aber dein Mikrofon ist noch durchgestrichen. Das heißt, du bist noch auf stumm geschaltet. Müsstest du irgendwie noch aufheben? So, hörst du mich jetzt? Jo. Sehr gut. Also auch nochmal einen wunderschönen guten Abend von mir aus München. Unser Punkt sind die Aktien. Wir schauen uns heute Abend einmal die deutschen wichtigsten Werte an im deutschen Aktienindex. Und wir schauen uns ein paar interessante Sachen im Dow Jones an. Tristan, also, ganz kurz ja. Von mir. Der Ton ist in der Regel bei dir besser als heute, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das Feedback von den Teilnehmern ist, wie du okay. Zu verstehen bist. Könnte auch ein Problem bei mir sein. Eventuell kannst du da nochmal am Stecker rütteln oder irgendwie was verändern. Können uns vielleicht die Teilnehmer mal noch ein kurzes Feedback geben, ob das jetzt in Ordnung ist oder ob wir das hier vielleicht nochmal verbessern sollten. Hast du Infos? Peter schreibt, ist okay, von daher machen wir mal so weiter, würde ich sagen. Okay, auf jeden Fall deutscher Markt, US-Markt, überfliegen wir kurz und wir machen nicht so ein sportliches Programm wie letzte Woche. Da würde ich gerne nochmal auf die United Internet Aktie eingehen, wo wir tendenziell ganz gut am Laufen sind. Wir hatten uns dazu entschieden, in den neuen Bewegungsarm des grünen Trends mit Limit Orders hineinzukommen. Und prompt kam es zu einer neuen Entwicklung. Also es ist im blauen Trend eine neue Bewegung entstanden, was folglich in der tieferen Zeiteinheit ein Trend ist. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, da diese wunderschöne dynamische Bewegung schon weit über den großen Punkt 2 des blauen Trendes ist und wir langsam darüber nachdenken müssen, ob wir Teilgewinne mitnehmen, ob wir die Position reduzieren oder wie wir die Stopführung ändern. Dann schauen wir uns das Ganze einfach mal in der tieferen Zeiteinheit an. Da wir ja über den großen Punkt 2 sind, sollten wir quasi in dieser Bewegung den Stop aggressiv mitführen. Dafür zeichne ich kurz nochmal schematisch. Der blaue Trend ist so gekommen und die neue Bewegung innenliegend hat hier einen Trend ausgebildet, der ebenfalls weit in der Bewegung ist. Das heißt, unseren Einstiegsstopp, der ehemals unter diesem großen Punkt 3 des blauen Trends war, kann jetzt aggressiv unter den Punkt 3 dieses lila eingezeichneten Trendes positioniert werden. Und ich würde vorschlagen, vielleicht ebenfalls schon ein Drittel der Position, falls man so eine große Positionsgröße hat, aus dem Markt rauszunehmen, weil sobald der Kurs hier unter diese kleinen, sehr winzigen Tiefs kommt, setzt der Markt zu einer Korrektur an und man kann schwer sagen, wie tief diese Korrektur kommen wird und ob wir wieder alle Buchgewinne abgeben müssen. So können wir uns ein kleines Taschengeld schon sichern und haben unseren Stop schon um die Hälfte verringert dann. So, soweit zu United Internet, bleibt definitiv auf unserer Watchlist für die nächste Woche. Dann im deutschen Aktienindex haben wir die Allianz-Aktie.
Die Allianz-Aktie ist in unserem absoluten großen Trend im Wochenchart definitiv long ausgerichtet und bildet weiterhin eine schöne neue Bewegung. Diese schauen wir uns im Tageschart kurz genauer an, weil wir haben ja gelernt, was in der übergeordneten Zeiteinheit eine Bewegung ist, muss in einer tieferen Zeiteinheit ein Trend sein. Und wir sehen hier wunderschön das Bild, der grüne mittlere Trend ist in einem Aufwärtstrend, allerdings auch weit in der Bewegung. Das heißt, für aktuelle Long-Positionierung erst einmal uninteressant. Allerdings, wenn der Markt eine Korrektur ausbildet, wird er für uns wieder interessanter, weil er befindet sich vor einem noch größeren Punkt 2, quasi aus dem Wochenchart. Und wir wissen, je mehr Zweierpunkte an einem Punkt zusammenkommen aus unterschiedlichen Größen der Trends, umso mehr Bums kommt ins Orderbuch und das Teil wird dann definitiv hier hochschießen. Sollte es nicht der Fall sein, kommt es einfach zu einem Trendbruch unterhalb der 154-Euro-Marke und wir warten einfach auf ein neues, schönes Szenario in der Allianz-Aktie. So, des Weiteren haben wir ja schon des Längeren die Commerzbank-Aktie auf dem Schirm. Da war ja der Trend nicht ganz so schön, allerdings wollten wir einen Frontrun probieren an diese pinke Abwärtstrendlinie, die eine inverse SKS-Formation aktivieren würde. Das Grundszenario ist definitiv noch voll intakt. Das sehen wir im Tageschart. Wir sehen im Tageschart einen schönen Aufwärtstrend, der in den letzten Tagen, in der letzten Woche seitwärts gelaufen ist. Es wird quasi Energie gesucht oder eine Richtung gesucht, die sich jetzt definitiv in eine Richtung auflösen wird. Und nach dem heutigen Tag kann man schon die Tendenz sehen, dass voraussichtlich der grüne Trend fortgesetzt werden wird in Richtung 11-Euro-Marke. Also bleiben wir im mittleren Trend weiter long. Und schauen uns kurz einmal die Triggermarken im Stundenchart dazu an. Die sind recht interessant. So, da haben wir das ganze Gebilde einmal im Stundenchart. Dann zeichne ich das kurz ein. Wir hatten hier eine Aufwärtsbewegung. Wieder mal in der falschen Farbe. So, richtige Farbe. Dann kam es zu einer Korrektur. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und jetzt haben wir eine langgezogene Bewegung gehabt. Ich merke gerade, den Trend, den wir gerade eingezeichnet haben, das war der grüne mittlere Trend. Und wir versuchen jetzt natürlich hier im blauen Trend mit diesem 1:3 in den Markt zu kommen. Und falls wir in der Commerzbank-Aktie noch nicht investiert sind oder ähnliches mit einem Stop hier unter den letzten Punkt 3, wenn man das etwas aggressiv gestalten möchte, dieses 1:3 zu handeln, wenn man es konservativer möchte und das Konto es zulässt, legen wir die Stops hier unter den großen Punkt 3 des übergeordneten Trends. Das ist voll legitim. Unser Ziel für diesen Trade liegt erst einmal kurzfristig oben nahe der 11-Euro-Marke und dann bewerten wir den Markt einfach neu, wenn es dann soweit ist. So. Dann haben wir des Weiteren die Continental-Aktie auf dem Schirm. Warten wir kurz, da haben wir sie. In unserem absoluten großen Trend im Wochenchart in einem bilderbuchmäßigen Aufwärtstrend. Das ist quasi, wir kommen von hier unten, wunderschöne Bewegung, gehen wir in eine Korrektur. Man sieht die einzelnen tiefer liegenden Trends, die die Korrektur ausbilden. Dann kommt es zu einer neuen Bewegung, wieder eine Korrektur mit korrektiven Abwärtstrend. Und jetzt haben wir
eine neue Bewegung ist wiederum im Tageschart, sollte das ein eigenständiger Aufwärtstrend sein. Und dieser steht kurz vor dem großen Punkt 2 des pinken Trends. Also schauen wir uns das Ganze einmal im Tageschart genauer an. So, kurz ein bisschen zusammenscrollen. Da sehen wir, die Kontinentalaktie ist mit einem starken Impuls nach oben gestartet, hatte in der grünen Trendebene, na, jetzt möchte er hier, ist immer ein bisschen schwierig, die Linie zu treffen, damit sie sich bewegt. Ist egal, nehmen wir einfach den Stift. Impulsive Aufwärtsbewegung der grünen Trendebene, ohne wirklich einen Trend auszubilden. Dann kam es jetzt zu einer Korrektur der grünen Trendebene, zu einer Bewegung, und erst ab hier oben war in der Trendgröße des grünen Trends, also auf Tageschart, ein Trend gegeben. Das ist ganz wichtig zu wissen, falls man versucht hier zu investieren und man ist long und setzt seine Stops quasi an diesem kleinen sichtbaren Trend hier drinne und wundert sich dann, wenn man hier drüben ausgestoppt wird und dann zieht der Markt auf einmal hoch, dann fragt man sich, warum? Das ist ganz einfach, man hat einfach eine Trendebene übersprungen. Und zwar die Trendebene, wo gerade gar kein Trend zu sehen war. Jetzt ist es aktuell so, wenn uns der Markt die Chance gibt, mit einem relativ geringen Risiko in den Markt reinzukommen, das heißt, eine Korrektur noch vor diesem ganz großen Punkt 2 hier drüben bei 234 wäre es toll, kurz davor. Er darf auch minimal drüber triggern, aber es darf halt kein großer Impuls entstehen. Dann die Korrektur, in der nicht viel Zeit hat, am Schirm zu sitzen, setzt sein Fibo-Tool hier rein, macht seine Staffelorder getrittelt bei 40, bei 50, bei 60 und handelt die neu entstehende Bewegung über den großen Punkt 2 Richtung 236 Euro Marke, setzt natürlich dann seinen Stop hier unter den letzten Punkt 3. Und wenn wir hier über einen möglichen neuen Punkt 2 drüber kommen, müssen wir wieder unsere Stops aggressiver nachziehen, so wie wir das bei der United Internet gerade besprochen haben. So, einmal alle Linien wieder raus. Dann kommen wir zu einer sehr schönen Sache, wo ich letzte Woche angesprochen habe, dass wir wunderschöne ineinander verschachtelte Trends haben, und zwar ist das die Infineon-Aktie. Und man sieht auch gleich, was so eine Konstellation bewirkt. Riesige dynamische Gaps genau in die Richtung, wo wir hinwollen. Aber wir fangen erst nochmal im Wochenchart an, also in unserer absoluten großen Trendgröße. Da hatten wir hier Aufwärtstrend, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur und die neu entstehende Bewegung. Jetzt ist es so, dass wir über diesen ganz großen Punkt 2 hier oben durchgebrochen sind, sehr dynamisch. Das sieht man, da braucht man gar nicht hingucken quasi, das ist eine mega grüne Kerze. Und heute gab es schon wieder ein Gap in die neue Woche, also da ist jede Menge Bums dahinter. Schauen wir uns das Ganze einmal im Tageschart an. Man sagt ja immer so schön, über dem Zweierpunkt oder den Dreierpunkt liegen Orders und die sorgen dafür, dass Schub entsteht. Also quasi Kauforder oder Verkaufsorder ausgeführt werden und dadurch steigt oder fällt ein Kurs. Und in diesem Beispiel war es so, dass unser mittlerer absoluter Trend genau in der richtigen Ausgangslage war. Wir waren hier in einem bestätigten Aufwärtstrend, der sich in der Korrektur befunden hat. Und hier drinnen hat sich ein 1-2-3 ausgebildet.
Man wäre hier drüber long gegangen und hätte seine Stops hier unten drunter gehabt. Oder man hätte gewartet bis kurz hier vor. Er ist nicht über diesen Punkt 2 gegangen, hätte korrigiert. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, hier Limits reinzusetzen. Unsere Stops ebenfalls hier unten drunter. Und dann, man muss auch mal ein bisschen Glück haben im Trading, kam es zu einem schlagartigen Anstieg über diesen Punkt 2. Das heißt, hier wurden jede Menge Orders ausgeführt. Es kam zum Bums im Orderbuch und es gab eine riesen Nachfrage. Und laut Markttechnik wären wir ohne Problem im Gewinn gewesen. Der einzigste Nachteil ist, wir haben jetzt erstmal kein schönes Stopp-Level, wo wir Stops nachziehen können, weil es aktuell keine Rücksetzer gibt. Man könnte jetzt mit der Bewegungsstopp-Logik arbeiten und für den heutigen Handelstag quasi hier oben seinen Stop drunter setzen und aggressiv quasi den Gewinn mitnehmen. Da wir ja auch schon über den ganz großen P2 drüber sind, ist das, denke ich mal, die logischste Methode, um einen schönen, saftigen Gewinn in der Infineon-Aktie einfach mitzunehmen. So, einmal wieder alles raus. Also Infineon erstmal weiterhin auf der Watchlist, um unseren Stop zu managen. Jetzt schauen wir uns noch einen Short-Kandidat an in einem doch generell long gerichteten Markt, und zwar ist das die RWE-Aktie. So, nehmen wir uns mal kurz das gesamte Bild rein. Hoppala. Wir sehen, dass die RWE-Aktie in den letzten Monaten, Jahren definitiv einen Abwärtstrend ausgebildet hat. Und zwar, wie gesagt, unser absoluter großer Trend ist immer pink. Ganz wichtig, damit man immer schön die Übersicht behält, wenn es mal hektisch und schnell wird. Wir versuchen quasi unser Denken so aus dem FF heraus zu steuern. Definitiv großer Abwärtstrend ist weit in der Bewegung. Er befindet sich hier unter den großen Punkten 2. Das heißt, im langfristigen Modus haben wir nicht mehr viel Potenzial, um aus dem Markt noch groß Geld rauszuholen. Da müssen wir uns jetzt einfach mal das kleinere Fenster anschauen. Und da kommen wir doch auch gleich auf den Tageschart. Die Bewegung aus dem Wochenchart ist wunderschön im Tageschart als Abwärtstrend zu sehen. Da haben wir hier unseren mittleren absoluten Trend. Traumhaft schön. Also daran kann man lernen, wie Trends laufen. Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Etwas länger gezogene Korrektur, relativ flach. Und jetzt sind wir ganz weit in die Bewegung gekommen und haben hier eine Korrektur gesehen. Dieser hat einen Doppeltop bei der 14-Euro-Marke ausgebildet. Und dann kam es zu Abverkäufen. Diese bilden voraussichtlich, oder was heißt voraussichtlich, so wie wir das jetzt gerade sehen, ist das eine neue Bewegung des grünen Trends, welche in der tieferen Zeiteinheit, also im Stundenchart, als schöner Trend zu sehen ist. Und für das passende Entry-Signal gehen wir doch am besten einfach in den Stundenchart hinein, damit Sie das ein bisschen besser sehen. Und da haben wir auch schon das gute Stück. Hier sehen wir die zwei Doppel, also die zwei ist falsch, das Doppelhoch bestehend aus zwei Extrema, die nicht überwunden werden konnten, haben wir hier. Und dann ist der Markt hier in einem sauberen Abwärtstrend nach unten gekommen, ist aktuell in einer Korrektur. Wer möchte, kann hier Market in den Markt hineinspringen. Nehmen wir noch die richtige Farbe, also hier Market rein. Der Stop muss natürlich bei unscharfen Handel über den letzten Punkt 3 der zugehörigen Trendgröße sein. Und wir versuchen,
diesen Trend hier runter mitzunehmen. Das Ziel liegt bei 9,20 Euro. Und wer das Ganze etwas konservativer mag, also nicht per Market Order in den Markt springt, der legt einfach seine Sell Order hier unten bei 10,50 Euro in den Markt, dann die passende Stop Order über die 11,30 Euro Marke, weil wenn der Kurs hier runterläuft, wird dieser Punkt 3 aktiviert und somit unser aktuelles Stop Level. Wie wir das so sehen, von hier zack, zack, ist definitiv ein CRV von 2 drinne, also ist alles im grünen Bereich. So, soviel zu den Energieerzeugern und zum deutschen Aktienindex, Aktienmarkt. Ich würde jetzt gerne kurz zu den Amerikanern, also zu Übersee wechseln. Und da haben wir den Dow Jones schon. Dann schauen wir mal kurz auf meinen Spickzettel, welche Aktien wir denn da gelistet haben, die interessant sind. Und zwar als erstes, was mir aufgefallen ist, als ich heute den Markt gescreent habe, war die Walmart-Aktie. Die ist in einer doch sehr starken Short-Tendenz. Ist nicht schön für die Firma Walmart, aber für uns Trader ist es schön, wenn ein Markt einfach eine klare, eindeutige Richtung hat. Und wir sehen hier im ganz großen, absoluten Trend, hat dieses gute Stück eine Aufwärtsbewegung hingelegt, ist aktuell in einer Korrektur, hier, ist sehr dynamisch, nicht in der gleichen Trendgröße, das muss man sehen, das ist wieder eine spezielle Korrektur, einfach dynamisch durchgeschossen, ohne einen Trend in der passenden Größe auszubilden, weil hier unter den Tiefs kam es zum Bruch dieser Aufwärtsbewegung und somit wird die Aufwärtswelle korrigiert. Dann schauen wir uns einmal den Korrekturtrend in der tieferen Zeiteinheit an, weil dies bietet uns ein paar schöne Gelegenheiten, um im kurzfristigen Handel ein paar Euros oder in dem Fall Dollars aus dem Markt zu holen. Wir sehen, die Abwärtsbewegung ist im Tageschart doch ein relativ schöner Abwärtstrend, welcher sich so langsam in Richtung Süden wieder vorwärts bewegt. Zeichnen wir kurz die passende Farbe ein. So, da hatten wir die Initialbewegung, eine kleine Korrektur, wieder eine Abwärtsbewegung, Korrektur. Dann kam es zu einer sehr starken, impulsiven Abwärtsbewegung unter dem Punkt 2 des grünen Trends. Und aktuell befinden wir uns da in einer Korrektur, welche allerdings schon langsam wieder anfängt, sich nach unten zu entwickeln. Also für den kurzfristig orientierten Trader gilt jetzt, der grüne Abwärtstrend ist unsere Großwetterlage. Diese ist short ausgerichtet in der Korrektur, also ein super Szenario, um in den Markt zu gehen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze einmal im Stundenchart an, wie wir da genauer vorgehen. So, da haben wir auch schon den Stundenchart. Dann holen wir uns kurz einmal den Trend der größeren Zeiteinheit rein. Ist ja ganz wichtig. Das war der grüne, der kam hier runter, Korrektur, Bewegung, Korrektur, dynamische Abwärtsbewegung und dann kam es hier zur Korrektur. Und jetzt wollen wir die neu entstehende Bewegung des grünen Trends handeln. Wir sehen, es hat hier schon eine 1-2-3 Formation gegeben, welche ausgelöst wurde. Wer das schon frühzeitig gesehen hat, hat jetzt seine Stops hier oben oder andere Händler haben definitiv hier oben ihre Stops und wir gehen davon aus, dass der Markt noch ein Stückchen hier runterkommt, vielleicht bei der 58 Dollar Marke Schwäche zeigt, hier hochkommt und dann steigen wir einfach wieder mit Staffel Orders in den Markt ein, setzen konservativ unsere Stops hier oben hin
und versuchen, den Markt hier runter Richtung 56 Dollar zu handeln. Und ja, wir wissen ja, je tiefer unter diesem Punkt 2 hier, umso schärfer muss unsere Stop-Logik werden. Also der Stop muss dann sukzessive auf diesen neu entstandenen relativen Hochs des blauen Trendes nachgezogen werden. Sollte es keine möglichen Stops geben, kann man auch auf die Bewegungsstop-Logik nachgehen. So viel zu Walmart. Dann schauen wir uns einmal Caterpillar an. So, kurz noch den Chart zurückmachen in die richtige Position. Und dann haben wir CAT. Haben wir auch im absoluten großen Trend eine Abwärtsstruktur, die weit, was heißt weit, oder relativ weit schon unter den großen Punkt 2 gefallen ist, der sich hier befunden hat. Also wir befinden uns schon in der Bewegungsphase 2 und wir sehen, dass der Bewegungsarm sich trendartig hier runter bewegt. Also schauen wir uns das ganze gute Stück einmal im Tageschart an, weil das gibt eine wunderschöne Großwetterlage für uns, die wir als mittelfristige oder kurzfristige Trader ganz gut ausnutzen können. So, da sehen wir einmal den grünen mittleren Trend. Dieser befindet sich in einem Abwärtstrend. Hier wunderschön gelaufen, der grüne Trend. Und aktuell befindet er sich in einer Korrektur. Die Korrektur bildet allerdings in der nächst tieferen Trendebene, welche jetzt schon sichtbar ist, das kann vorkommen, bitte nicht irritieren lassen, da diese Größe hier definitiv nicht zu diesem kleinen Gezackel gehört, allerdings auch schon wieder einen Trend darstellt. Wer quasi die nächsten ein, zwei Wochen die Caterpillar-Aktie handeln möchte, kann jetzt quasi seine Verkaufsorder unter das Tief bei 68 legen, mit einem konservativen Stop hier oben über die 76, also das letzte große Verlaufshoch, und geht quasi hier unten Richtung 63, 60 Dollar Marke mit. Wer die Möglichkeit hat, etwas öfter vor dem Bildschirm zu sitzen und sich einfach diese Aktie aktiv anzuschauen, der kann diesen aktuellen blauen Aufwärtstrend als Großwetterlage nutzen und in die Long-Richtung mithandeln. Das schauen wir uns kurz einmal auf den Stundenchart genauer an. Da haben wir auch schon das gute Stück. Da haben wir die Korrektur. Ganz wichtig, dieser Aufwärtstrend stellt die Korrektur des grünen Trendes dar. Das heißt, wir dürfen nicht allzu viel von so einem Trade erwarten. Also der wird jetzt nicht ins Unendliche steigen. Das wäre reiner Zufall. Wir müssen Wahrscheinlichkeiten abwägen. Und die sagen uns, wir haben hier eine Korrektur des übergeordneten Trends. Allerdings haben wir auch im blauen Trend hier in unserer Signalebene einen wunderschönen Aufwärtstrend, der sich aktuell schon wieder fortsetzt. Das sehen wir hier. Und es ist einfach ein Frevel, dieses nicht zu handeln. Also wir versuchen im Endeffekt, diesen noch tieferen Trend hier hochzuhandeln und warten jetzt einfach auf einen Rücksetzer, gehen hier über diesen Punkt 2 in den Markt und versuchen, diesen Trend hier mitzuhandeln, was den Bewegungsarm des blauen Trendes darstellt. Da wir uns in einer übergeordneten Korrektur befinden, müssen wir definitiv beim Erreichen dieser Zone hier oben bei 75,5 Dollar unsere Stops aggressiv nachziehen, jederzeit der übergeordnete Trend quasi wieder fortgesetzt werden kann mit so einem Trendverlauf. So, das zu
Caterpillar. Da unsere Zeit relativ knapp wird, haben wir auch nur noch zwei Aktien, die ich anschauen möchte. Das passt ganz gut, und zwar die IBM-Aktien. Schauen wir mal, was IBM so treibt. Ist definitiv ein Short-Kandidat. Wir haben den absoluten großen Trend in einer Abwärtsstruktur. Diese befindet sich hier, zack, Bewegung, Korrektur, Bewegung, befindet sich weit unter dem großen Punkt 2 und ist bereit, so langsam vielleicht in die Korrektur zu gehen. So, einmal alles raus. Hier noch schnell das Fragezeichen. Ah, muss drinnen bleiben, mein Fehler, ist noch nicht bestätigt. Das ganze Stück muss nur tiefer runter. Und dann passt das. Dann schauen wir uns einmal den Bewegungsarm des pinken Trends im Tageschart an. Sollte tendenziell ein wunderschöner Abwärtstrend sein. Und da haben wir das gute Stück auch schon. So, hier ist der große Punkt 2 aus dem Wochenchart. Hier oben ist der Punkt 3. Und wir sehen, dass der grüne Trend wunderschön hier nach unten läuft. Wir müssen jetzt, können quasi im mittleren grünen Trend Ausschau halten nach Short Trades. Allerdings muss dafür der Kurs erst über das Level von 143 Dollar laufen. Vorher ist diese Abwärtsbewegung hier drinnen nicht gebrochen, oder die Korrektur bildet in der gleichen Trendgröße hier einen Trend aus und würde diesen Abwärtstrend innenliegend eliminieren. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Bleibt quasi die IBM-Aktie weiterhin auf der Watchlist für unsere Short-Kandidaten. Wir können ebenfalls das Szenario laufen, dass wir hier Limit Orders wieder reinsetzen und, wie wir schon gelernt haben, dann die Stops hier konservativ über den letzten Punkt 3 und dann einfach warten, dass der Markt hier in Richtung 131 Dollar abdreht. So, und zum Schluss schauen wir noch XOM an. Manch einer fragt sich jetzt wahrscheinlich, was XOM ist. Das ist ExxonMobil. Und bei ExxonMobil, das ist für mich ein kurzfristiger Kandidat in einen ganz großen Abwärtstrend. Deswegen gehe ich hier auch nur kurz auf dieses kurzfristigere Szenario ein. Und zwar haben wir im Tageschart hier eine Großwetterlage, die long ist, ist in der Korrektur gewesen und bildet jetzt eine neue Bewegung nach oben aus. Und unser Ziel ist, dass der grüne, also immer unser mittlerer grüner Trend fortgesetzt wird. Und unser Ziel ist quasi hier oben bei 87 Dollar. Jetzt sehen wir in der tieferen Zeiteinheit, dass der Kurs schon über diesen kleinen Punkt 2 drüber gelaufen ist. Wer möchte, kann jetzt noch Market hinterher springen mit einem Stop. Mit einem Stop hier aggressiv oder konservativ hier unten mit einem Kursziel, wie gesagt, bei der 87. Oder wenn er hier hochläuft, warten wir wieder die Korrektur ab, kaufen uns mit Limits rein. Die Stops liegen circa auch hier unten und das Kursziel ist das gleiche. Und sobald wir hier oben über das große relative Hoch sind, muss unsere Stop-Taktik wieder aggressiver werden, also schärfer werden, weil hier oben kommen dann auch größere Hochs aus den übergeordneten Trends, wo dann auch größere Trends gebrochen werden. Da wird es zu erratischen Bewegungen kommen, die man einfach nicht einschätzen kann. Und deswegen, sobald wir hier sind, Teilverkäufe ab der 87-Dollar-Marke und aggressive Stop-Taktik dann hier oben. So, dann bin ich soweit mit meinen Aktienvorschlägen für diese Woche
durch. Und ich würde sagen, ich wünsche allen noch ein paar schöne Handelstage und ich bin gespannt, was uns die Woche bringen wird, ob unsere Szenarien so aufgehen, wie wir uns das vorstellen. Und ansonsten wünsche ich allen good trades und noch einen schönen Abend. Also denn, bis nächste Woche Montag.